Heute zeige ich euch, wie das geht, einen Test oder eine Lernzielkontrolle online zu machen mit Hilfe von Forms oder Formulare in Microsoft. Ich bin, wie ihr seht, auf unserer Portalseite und tippe hier auf Office 365. Mein Browser erkennt mich, er weiß schon, wer ich bin, weil ich bin zu Hause am Laptop. Deswegen werde ich automatisch verbunden und sehe alle meine Applikationen oder Apps, die online sind. Unter anderem hier die App Forms. Ich tippe kurz auf Forms und möchte ein neues Quiz erstellen. Tippe mal auf Quiz und beginne mit der Erstellung. Ich habe ein Quiz mir ausgedacht für Australien und habe mir schon die Fragen zurechtgelegt. Ich werde hier meine erste Frage machen als Text. Das heißt, Sie können hier eine kurze Antwort eintragen und ich kopiere einfach meine Frage, die ich mir schon vorbereitet habe, hier in das Feld hinein und mache die Antwort als erforderlich. Ich könnte, wenn ich wollte, Punkte vergeben. Das mache ich jetzt um einen Punkt. Neue Frage hinzufügen, ähnliches Verfahren, aber diesmal möchte ich eine Multiple-Choice-Möglichkeit geben. Welche dieser Städte sind die größten? Und hier weiß ich, die Antworten sind Brisbane, Melbourne, Sydney. Und ich mache mal Perth, weil Perth ist nicht die Antwort. Ich kontrolliere nur ganz kurz, ja. Und ich mache mehrere Antworten möglich hier. Eins, zwei, drei. Ja. Und hier wiederum einen Punkt. Wunderbar. Ich bin jetzt bei der dritten Frage. Wie weit ist es weg? Da mache ich wieder einfach diese Möglichkeit hier mit Multiple Choice. Die Antwort ist 2100 Kilometer ungefähr. Also ich kann hier da eingeben. Und ich mache mal hier. Das ist die richtige Antwort. Ich mache wieder einen Punkt und wunderbar. Meine vierte Frage ist, welches Tier ist nicht in Australien zu Hause? Und ich möchte da wieder eine Multiple-Choice-Option geben. Ich weiß, meine Tiere sind Wallaby, Platypus. Und ich erfinde jetzt gerade ein Tier hier und Dingo. Und das wäre dann die richtige Antwort. Nur einen Punkt. Und meine letzte Frage ist eine ganz offene Frage. Sie sollten sich äußern, warum Sie denken, dass es gewisse Tiere nur ausschließlich in Australien leben. Und hier habe ich einfach eine lange Antwort ermöglicht. Also hier seht ihr meine fünf Fragen, fünf Punkte vergeben. Und ich könnte, wenn ich fertig bin, ist es automatisch gespeichert, wie ihr hier seht. Ich muss gar nicht speichern. Ich kann hier auf Vorschau klicken, um zu sehen, wie die Kinder es sehen, wenn sie auf den Link klicken. So sehen sie das. Am Mobiltelefon würde es so aussehen. Das heißt, sie können es auch am Handy bequem machen. Ich könnte, wenn ich wollte, mir überlegen, ein Design zu machen, vielleicht Wolken am Himmel, damit es ganz wunderbar freundlich aussieht. Und wie geht es? Wie bekommen die Kinder dieses Quiz? Ich tippe auf Teilen und kann entscheiden, wie sie das bekommen. Ich kann zum Beispiel einen Link direkt schicken per Mail. Ist es wirklich am einfachsten? Hier kann ich zum Beispiel entscheiden, wer antworten kann. Und normalerweise haben alle Kinder ihre Schul-E-Mail-Adressen. Also hier lasse ich das einfach so und kopiere mir diesen Link. Es ist jetzt kopiert und jetzt bin ich schon fertig. Kann theoretisch in einem E-Mail zum Beispiel kopieren. Und so hätte ich dann den Link. So hätten Sie dann den Link. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.